Hallo und herzlich willkommen im Wald, diesmal ausnahmsweise mal wieder. Und zwar ist es so, ich wollte mal ein neues Konzept ausprobieren. Ich habe euch ja versprochen, ich mache zu meiner Schwedenreihe auch hin und wieder mal das eine oder andere naturkundliche Sondervideo. Das werden sicher 5 oder 6 werden, also so thematisch. Die Pflanzen, ein bisschen die Landschaftsentwicklung, ein bisschen was zur Gletscher, Landschaftsentwicklung durch Gletscher, so war das jetzt gemeint. Die Vögel, eine Sonderfolge Rentier, dann wollte ich noch mal was zu den Sami, also den Ureinwohnern der Landschaft, erzählen und unter anderem die Pflanzen hatte ich schon erwähnt, oder? Und was es ja schon gab, war die Sicherheitshinweise für diejenigen, die das nachmachen wollen. Das war mir also halt doch eben entsprechend wichtig, da mal ein paar Worte zu gesagt zu haben. Und in diesem Video soll es jetzt darum gehen, dass ich euch mal ein bisschen den Unterschied zwischen Baum- und Waldgrenze erklären wollte und in die Richtung halt einfach mal ein paar Dinge erzählen. Und neben mir raucht's und hin und wieder muss ich das Stöckchen reinschmeißen, damit es weiter raucht. Und es gibt Tee. Und zwar meine übliche Tasse. Lecker. Ich habe was Neues entdeckt und zwar, vielleicht ist das ganz interessant für den einen oder anderen. Und wenn nicht, dann ist auch egal, ob man das jetzt Tee nennen möchte oder nicht, ist jetzt auch nochmal eine andere Frage. Aber Chai Latte, die sind in so praktischen. Ich habe einfach keinen Bock auf Teebeutel. Ich mache mir meinen Tee mal normalerweise wirklich so mit Blättern. Klar, man könnte den auch im Strumpf und in so einem kleinen Paket mitnehmen, aber Teebeutel mag ich nicht. Und irgendwie mag ich diese Dinger hier. Ich weiß, es ist nicht besonders ökologisch und nicht besonders nachhaltig, aber es ist mir egal, ich mag die trotzdem. Und das ist ein Chai Latte Vanille Zimt. Und ich mag sowohl Vanille als auch Zimt und werde jetzt eingeräuchert. Und deshalb schmeckt mir das richtig, richtig gut. Okay. Es tut mir leid, dass ich schon wieder so vom Thema abweiche, aber das ist halt der Kack, wenn man halt neben dem Videodreh noch hier kocht und mit Feuer hantiert und Tee trinken möchte. Außerdem habe ich hier, ich habe noch jede Menge von genau diesem Essen hier. Exakt diese Geschmacksrichtung, genau das. Davon habe ich jetzt so viel im Keller rumliegen, weil ich ein bisschen übertrieben habe mit Vorräten für Schweden anlegen. Und habe die teilweise schon angestochen, damit die Luft rausgeht, damit ich sie kleiner verpacken kann. Und damit ist natürlich die Haltbarkeit deutlich gesunken. Und deshalb muss ich die jetzt irgendwann mal essen. Und das tue ich halt jetzt im Rahmen von heute Abend, im Rahmen dieses Videos. Und mache das jetzt auch erstmal und dann mache ich das eigentliche Video. Das war jetzt nur Vorgeplänkel. Also ihr dürft ruhig vorspulen. Das wisst ihr aber noch nicht. Das schreibe ich aber am Anfang dazu. Ist das alles verwirrend? Hallo und herzlich willkommen jetzt nochmal. Diesmal etwas seriöser und ohne Rauchwolke im Hintergrund und ohne, dass ich dauernd zwischendrin an der Tasse nippe. Das funktioniert nicht. Das kann ja kein Sau angucken sonst. Folgendes: Wenn wir über Wald- und Baumgrenze reden wollen, müssen wir erstmal uns darüber unterhalten, was überhaupt die Grenzen des Waldes sind. Und zwar braucht so ein Baum, um zum Baum wachsen zu können, also eine sehr große, massereiche Pflanze mit entsprechend hohem Energieaufwand sein zu können, und eine entsprechende Stabilität auch ausbilden zu können, braucht da A. eine gewisse Länge der Vegetationsperiode, also sprich ausreichend warm genug Tage, um dort Photosynthese machen zu können in besagten Tagen. Das bedeutet, es darf keinen Frost geben, weil man nämlich dadurch man muss zur Photosynthese Wasser aus den Wurzeln mit den Wurzeln aufnehmen und das geht nur, wenn da auch flüssiges Wasser im Boden vorhanden ist. Das heißt, bei Frost funktioniert das nicht und dann funktioniert die Photosynthese nicht. Und davon braucht man jetzt eine gewisse Anzahl von Tagen im Jahr. Ungefähr 90 bis 120 ist das absolute Limit. Irgendwo da dazwischen liegt es, je nach verschiedenen Baumarten und je nach Region und so weiter und so fort, die man halt eben haben muss, wo die Bedingungen, um vernünftig Photosynthese betreiben zu können, gut genug sind. Außerdem muss dafür eine gewisse Tageslänge vorhanden sein. Es gibt ja auch je nach Jahreszeit, je nach Ecke des Planeten, Monate, in denen völlige Dunkelheit herrscht. Das wäre dann auch für einen Baum
nicht tragbar, da kann er dann nicht leben. Das ist also quasi eine Kombination aus Vorhandensein von Licht und Temperatur über 5 Grad durchschnittlich. Also langfristig gesehen muss die Temperatur über 5 Grad liegen, damit da wirklich ein Wachstum stattfinden kann. Auch die ganzen Bioprozesse, die natürlich in den Zellen ablaufen, die können auch nicht beliebig weit unterm Gefrierpunkt ablaufen. Das ganze Wasser im Baum würde ab irgendeinem gewissen Punkt auch mal irgendwann gefrieren. Dafür kann er sich schützen, indem er diverse Frostschutzmethoden in sein Holz zum Beispiel, in seine Zellen einlagert. Aber solange die da drin sind, da ruht quasi der Baum. Der ist in aktiven Zustand gut vor Frost geschützt. Was er aber nicht kann, ist eben wachsen, Photosynthese betreiben und gleichzeitig Frost ertragen. Das funktioniert nicht miteinander, beides. So, dann braucht so ein Baum Wasser. Wie eben gerade erwähnt, für die Photosynthese brauchen wir Wasser, das als Wasser vorliegen muss. Und dafür ist nicht nur die Temperatur wichtig, sondern das generelle Vorhandensein von Wasser. Deswegen steht mitten in der Sahara in der Regel auch kein Baum, weil da gibt es kein Wasser. So, der nächste Faktor, den wir dann brauchen, ist eine gewisse Verfügbarkeit von Nährstoffen. Und das kann man in zwei Komponenten gliedern, dieses Problem. Erstens mal, es muss ein Boden vorhanden sein, in dem auch Nährstoffe vorhanden sind. Es kann nämlich durchaus sein, es gibt auch Flecken auf der Erde, wo der Boden derart schlecht ist oder so salzig zum Beispiel, dass das Einzige, was Bäume mit ihren Wurzeln an Nährstoffen aus dem Boden ziehen können, dann auch Natriumchlorid ist, weil das derart übermäßig vorhanden ist, dass sie an die ganzen anderen Nährstoffe, die vielleicht auch irgendwo drin sind im Boden, nicht rankommen, weil sobald sie versuchen, irgendeinen Nährstoff aus dem Boden zu ziehen, flutscht ihnen quasi immer jede Menge Natriumchlorid dazwischen. So kann man das, glaube ich, ganz gut beschreiben. Das ist so ähnlich, wie wenn man versucht, aus einem Glas Salzwasser, in das man ein bisschen Zucker gekippt hat, dann nur den Zucker rauszutrinken. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Vergleich. Und das andere Problem ist, ein Boden muss überhaupt vorhanden sein, damit der Baum aus dem Boden auch Nährstoffe rausziehen kann. Ist der Boden zu flach, also wirklich nur so ein bisschen, dann kann er da natürlich wenig Wurzeln drin ausbilden und in dem bisschen Boden sind auch kaum Nährstoffe drin. Davon abgesehen haben wir dann auch ein mechanisches Problem. Man kann nicht ein 80 Meter hoher Baum sein, der in so ein bisschen Boden verankert ist. Das ist ein bisschen instabil. So, und dann gibt es theoretisch noch das Wetterphänomen, dass bei ständig miesem Wetter es irgendwann auch unpraktisch wird, wenn man ein Baum ist. Wenn man nämlich dauernd in einem orkanartigen Wind steht, wächst man halt krumm und schief. Und ab einem gewissen Level von Wind wächst man halt gar nicht mehr, weil es dann unmöglich wird, sich da dann noch vernünftig in Baumform aufrichten zu können. Das ist also auch eine mögliche Grenze des Waldes, eine durch mieses Wetter, beziehungsweise in der Regel ist es tatsächlich Wind. Wir haben also eine thermische, eine hygrische und eine pädogene Waldgrenze. Pädogen meint bodenkundlich gesehen, also aufgrund des Bodens, der Beschaffenheit. Des Ausgangsmaterials, auf dem so eine Pflanze, halt ein Baum in diesem Fall, steht. So, eine thermische Grenze spielt durchaus eine gewisse Rolle in Skandinavien. Ne? Eine hygrische Grenze haben wir nirgends. Die gesamte Insel ist natürlich nass genug. Es gibt ein paar Täler, die sind vergleichsweise trocken. Ich komme sogar noch durch so ein Gebiet im Laufe meiner Tour. Aber vergleichsweise trocken meint immer noch nicht so trocken, dass da sich überhaupt kein Wald entwickeln könnte. Das spielt also erstmal jetzt keine große Rolle. Hingegen bei irgendwelchen Trockenwüsten, nochmal das Sahara-Beispiel, da ist deswegen kein Baumwachstum möglich. Warm genug wär's, windig genug ist, zu viel Wind ist auch nicht. Und es sind sogar ein paar Nährstoffe in diesem Wüstenboden vorhanden. Sehr sparsame Bäume würden damit auskommen. Man kann vom Nährstoffgehalt her so einen mittelmäßig guten Wüstenboden durchaus mit so einem totalen Sand-Kies-Gemisch, wie man es an der Nordsee vorfindet, vergleichen. Das ist auch ein extrem schlechter Boden, sehr nährstoffarm und trotzdem zumindest eine Kiefer, schlimmstenfalls eine Schwarzkiefer, kann da noch wachsen. Die ist nochmal spezieller angepasst als unsere normale Waldkiefer.
Pädogene Waldgrenzen, die kann man überall mal finden. Das sind irgendwelche Klippen, irgendwelche Felsvorsprünge im Gebirge oder ähnliches, wo halt quasi wirklich der Baum auf dem reinen Fels stehen müsste oder auf dem Fels nur eine sehr dünne Bodenschicht drauf ist. Also dann ist so eine Dicke des Bodens durchaus realistisch. Viel mehr ist da halt eben nicht da. Das ist an irgendwelchen, in der Sächsischen Schweiz zum Beispiel, oben auf den Felsen findet man sowas. Teilweise stehen da dann noch Bäumchen, weil sie in irgendwelchen kleinen Nischen hocken, in irgendwelchen Mulden zum Beispiel, in denen sich noch mehr Boden angesammelt hat, dass es da halt eben für einen einzelnen sehr kleinen Baum reicht. Wichtig, dazu kommen wir gleich noch. Aber im Grunde solche Felslandschaften kann man sich ganz gut vorstellen, eben als Grenze des Ganzen. Was ich übrigens vergessen habe zu erwähnen, es gibt auch noch eine hygrische, also eine wasserbedingte Baumgrenze in Richtung zu viel Wasser. Wenn der Baum ständig mit nassen Füßen leben muss, dann ist es ihm irgendwann auch zu viel, weil so eine Wurzel muss atmen. Das heißt, die braucht Luftsauerstoff um sie herum, nicht viel, aber ein bisschen. Es muss Luft sich um die Wurzel befinden. Und wenn die ständig unter Wasser ist, dann erstickt die genauso wie unser eins, wenn wir versuchen, ein paar Stunden tauchen zu gehen, ohne alles an Ausrüstung. Und dann haben wir noch die eben erwähnte Windgrenze. Wer zum Beispiel mal auf dem Schauinsland bei Freiburg war, da gab es sogenannte Wetterbuchen. Die sehen total zerzaust aus und so richtig urig, was daran liegt, dass die immer jede Menge Wind abbekommen. Die wachsen nicht höher, die wachsen nur so kruppelig, weil eben der Wind es für sie limitiert, in die Höhe zu wachsen. Je höher der Baum, desto größer der Hebel, der ihn am Endeffekt umschmeißt, wenn er dann versucht, noch länger da halt stehen zu bleiben bei einer gewissen Höhe in einer sehr windigen Gegend, das macht einfach keinen Sinn. Noch schnell zwei Beispiele für einmal eine nährstoffbedingte Waldgrenze. Das wären Salzwiesen an der Nordsee, wo diese lustigen ganzen speziellen Salzwiesenarten wohnen. Das sind so kleine Pflänzchen, die sind in der Lage, das Salz entweder in ihrer Zellsaftvakuole zu speichern oder sonst irgendwie aus sich selbst wieder rauszutreiben. Die können trotz dieser sehr salzigen Bedingungen wachsen. Ein normaler Waldbaum kann das nicht. Diese Wiesen sind also natürlich waldfrei. Da würde sich niemals Wald entwickeln. Aufgrund eben der Übersättigung mit Nährstoff A und damit Nichtverfügbarkeit von allem anderen. Es sei denn, man ist super speziell angepasst, aber Bäume sind das halt eben nicht. Bis auf Mangroven. Mangroven sind der einzige Baum, der in Salzwasser wachsen kann. Das können sie aber auch nur deswegen, weil sie rund um den Äquator vorkommen, wo sie halt wahnsinnig viel Licht haben. Damit um das ganze Jahr verteilt immer unendlich viel Energie und haben quasi durch dieses super viel Energie ein Pumpsystem entwickelt, mit dem sie das Salz wieder nach draußen pumpen, was sie ständig durch die Wurzeln aufnehmen. Das kostet aber, wie gesagt, so viel Energie, dass die nur am Äquator wachsen können, weil nur da die Wachstumsbedingungen aller anderen, außer dass sie im Salzwasser stehen, so gut sind, dass man mit diesem ständigen enormen Energieverbrauch klarkommen kann. Das noch am Rande angemerkt. Und schließlich eine Windwaldgrenze. Die nächste, die ich kenne, da gibt es weltweit natürlich noch andere Beispiele, ist auf dem Grand Ballon. Das ist der höchste Berg der Vogesen, also gegenüber vom Schwarzwald auf der französischen Seite. Wer da mal hochkommt, kann man überhaupt nur empfehlen, ist ein sehr schönes Plätzchen, findet da einen ziemlich touristenbevölkerten Hang, der baumfrei ist. Sieht so aus, als würden da einfach keine Bäume stehen, weil sie jemand gefällt hat. Wenn man aber diesen Hang hochgeht bis zum Kamm und geht über den Kamm rüber, kaum ist man drüben um den Kamm drumherum, stehen auf der anderen Seite plötzlich ganz krüppelige kleine Buchen. Weil der Wind fegt diesen Kamm, diesen Hang, also die nicht bewaldete Seite, derartig schnell hoch, dass da jedes höhere Pflanzenwachstum aussichtslos ist. Aber im Windschatten vom Kamm, kaum ist man drüber, wie gesagt, da geht's wieder. Da schwächt der Wind so stark ab, dass sich dann hier wieder Buchen in der Höhe ungefähr ausbreiten können. Mal ganz simpel formuliert. Also das ist das nächste Beispiel eben, das ich kenne. Gut, jetzt haben wir das alles schon mal durchgekaut. Das war die graue Theorie. Wie gesagt, es gibt nachher noch Bildmaterial. Jetzt müssen wir noch unterscheiden zwischen der Baumgrenze und der Waldgrenze. Das kann man zum Beispiel ganz schön am Schwarzwald sehen oder an den Alpen. Der Schwarzwald hat
wahrscheinlich nur am Feldberggipfel eine natürliche Baumgrenze. Dass also auf dem Feldberg, der heißt ja deswegen so Feldkahl, da ist nichts drauf, kein Wald, der war schon immer kahl seit Menschengedenken, da würde wahrscheinlich zumindest kein wirklich mehr für uns als Mensch, als Baum zu bezeichnendes Pflänzchen zu finden sein. Es ist aber durchaus noch möglich, dass da botanisch gesehen Bäume wachsen können. Und das ist ja auch in Schweden so. Dazu kommen wir aber auch, wie gesagt, auch noch gleich. Nämlich zum Beispiel die Latschenkiefer. Die sieht ja aus wie ein Strauch. Die würde jetzt der Laie nicht als Baum bezeichnen. Rein botanisch gesehen ist es aber auch noch ein Baum, weil sie halt eben eine Kiefer ist. Und jede Kiefer ist botanisch gesehen immer ein Baum. Das ist so ähnlich wie mit der Zwergbirke in Schweden. Die ist auch ein Baum, weil es halt eben eine Birke ist. Selbst wenn das Ding vielleicht eventuell so hoch wird. Wenn es mal eine ganz hohe ist, dann wird sie so hoch. Das war es dann aber auch. Auch zu der kommen wir mit noch bis zum Erbrechen. Die werdet ihr noch hassen lernen, weil ich die so oft erwähnen werde, dass ihr ja dann ganz viel erbrechen müsst. So, aber jetzt nochmal Baum- und Waldgrenze. Die Baumgrenze ist der Punkt, an der kein Baumwachstum mehr möglich ist. Jetzt kann man sich streiten, wie hoch denn jetzt so ein Baum noch sein muss, um als Baum durchzugehen. Ich habe mal gelernt, 2 Meter. Alles, was kleiner als 2 Meter ist, ist dann noch eine Strauchvegetation. Das zählt dann quasi nicht mehr zum Baum. Ich persönlich finde aber, man kann ruhig so noch auf 1 Meter runtergehen, dass man sagt, 1 Meter hoher Baum, solange er noch baumförmig ist, ist auch noch ein Baum. Und die Baumgrenze ist quasi da erreicht, wo es diese 1 Meter hohen Bäume schon nicht mehr gibt. Also sprich, höher als meinetwegen 800 Meter in Schweden, Südschweden. Und schon hat man die Baumgrenze erreicht. Überschreitet man die 800 Meter Grenze, ist das jetzt in unserem Beispiel auch die Baumgrenze. Und ab diesem Punkt kommen keine Bäume mehr vor. So, die Waldgrenze ist jetzt der Punkt, an dem kein geschlossener Waldbestand mehr vorkommt. Das mag so ab 600 Meter vielleicht der Fall sein. 700 Meter. Es kommt darauf an, wo man sich befindet. Es ist einfach nur mal eine Zahl in den Raum geschmissen. Irgendwo an einem Punkt ist diese Zahl realistisch, an anderen Punkten kann es eine andere sein. Ne? Einfach nur, damit wir mal wissen, wovon wir reden. Sobald der Wald quasi aufbricht und nicht mehr als geschlossener Waldbestand zu erkennen ist, sondern nur aus einzelnen Bäumen besteht, sind wir jenseits der Waldgrenze. Geschlossene Wälder gibt es nicht mehr, aber es gibt noch Bäume. Wir befinden uns also innerhalb der Baumgrenze, aber jenseits der Waldgrenze. Genau das wurde mal in einem Kommentar nachgefragt und das habe ich, glaube ich, auch mal angerissen in einem der Schweden-Videos. Und nebenher sollte jetzt diverses Bildmaterial dazu zu sehen sein, das hoffentlich einigermaßen zur Erläuterung dessen, was ich hier gerade erzähle, taugt. Ja, und hier jetzt eben entsprechend ein Beispiel. Im Hintergrund seht ihr noch einen geschlossenen Wald. Da befindet sich quasi die Waldgrenze an der Grenze dieses Waldes, was daran liegt, dass wir hier ein Moor davor haben. Wäre jetzt also eine hügrische Waldgrenze, aber es kommt auch gleich die Höhenwaldgrenze dazu, weil hinter mir geht es bergauf und bereits am Fuß des Hanges, an dem ich stehe, könnt ihr nur noch einzelne Bäume erkennen. Ein geschlossener Waldbestand ist bereits nicht mehr möglich und das heißt, der Wald ist hier schon zu Ende, aber die Bäume noch nicht. Einzelne Bäume sind noch möglich. Ich werde gleich noch ein weiteres Beispiel nachliefern, aber das ist auf jeden Fall schon mal das Erste. Ja, und auch hier bitte beachten, vereinzelte Bäume gibt es bereits wieder. Ich komme von oben und laufe nach unten. Im Hintergrund könnt ihr wieder sowas sehen, was einigermaßen nach einem geschlossenen Waldbestand aussieht, beziehungsweise es ist ein beginnender, sich schließender Waldbestand. Und hier, wo ich stehe, eben nur wirklich so ganz vereinzelt einzelne kleine Bäume, die an der Stelle, wo sie stehen, eigentlich keine große Überlebenschance haben. Sie sind sozusagen tot und wissen es noch nicht. Oder sie haben doch noch eine Chance, weil dank Klimawandel entsprechend die Bedingungen nun wieder besser für sie werden. Aber das ist noch mal ein ganz anderes Thema.
diesen Aufbau in Baum- und Waldgrenze, also Wald- und Baumgrenze eigentlich, das gilt für jede Wald- und Baumgrenze. Also es gibt auch am Rand der Sahara die sogenannte Sahelzone oder Sahelzone, das weiß ich nicht genau, wie man es ausspricht, da läuft das so ähnlich ab. Da gibt es, das ist über, allerdings über eine sehr große Fläche, also das sind viele hundert Kilometer, diese Zone, die breit ist. Aber am Anfang der Zone, also von, in Richtung weg von der Sahara, also noch in großer Entfernung zur eigentlichen Wüste, da gibt es noch vergleichsweise viele hohe Bäume, die einen für afrikanische Verhältnisse Wald darstellen. Also so einen relativ trockenen afrikanischen Wald halt eben. Aber das ist auch eine Form von Wald. Und die werden dann quasi kontinuierlich, je näher wir uns der Sahara nähern, werden die weniger und weniger und weniger. Und irgendwann sind es nur noch vereinzelte, sehr niedrige Bäume, also genau wie das im Norden oder am Berg, Alpen, Himalaya, Anden, beliebiges anderes Gebirge, auch zu beobachten ist. Und das Phänomen der Wald- und Baumgrenze ist also unabhängig vom Grund, dass es eine Wald- und Baumgrenze gibt. Trockenheit, Kälte, ist egal. Es gibt immer diese beiden Grenzlinien. So, und der Begriff Grenze bzw. Linie, das ist für uns jetzt so ein bisschen als Mensch, wir haben den Eindruck, es gäbe da plötzlich in der Landschaft einen Strich. Und wenn man da drüber geht, dann ist plötzlich keine Bäume mehr. Und das ist natürlich Quatsch. Es gibt teilweise wirklich starre, strikte, linienförmige Grenzen, also ein Punkt, ab dem plötzlich ganz was anderes gilt. Gibt es auch in der Natur natürlicherweise. Die sind aber selten. Und ein Beispiel wäre ein Bach. Dass ein Bach eine andere Landschaftsform darstellt, weil man im Wasser steht, als ein Ufer, ist ja wohl relativ eindeutig. Aber viele Grenzen, gerade im Bereich eines Vegetationsübergangs, Vegetationsformübergangs, die sind fließend. So auch eine Wald- und eine Baumgrenze. Und das ist nämlich verwirrend. Weil in diesem Zusammenhang müssen wir jetzt die anthropogene Baumgrenze bzw. die anthropogene Waldgrenze eigentlich eher in den Raum schmeißen. Also die menschgemachte, also die durch den Mensch veränderte. Das haben wir besonders schön in den Alpen und in Teilen vom Schwarzwald, weil eine Waldgrenze gibt es ja durchaus im Hochschwarzwald. Eine Baumgrenze gibt es halt eben erst wirklich ganz oben auf dem Feldberg, wenn es sie überhaupt gibt, das ist umstritten. Aber gehen wir jetzt mal in die Alpen und nehmen da eine Alm. Stellt euch mal eine schöne Alm vor, wo ihr auch so an so einer Almhütte hockt und ein Bier trinkt und eine Weißwurst von mir aus zuzelt. Und dann guckt ihr euch um und seht am nächsten Hang ab einer gewissen Höhe wirklich eine wie mit dem Lineal gezogene Linie, ab der plötzlich Bäume stehen. Oder beziehungsweise ab der plötzlich keine Bäume mehr stehen. Eher so rum würde es mehr Sinn machen. Es gibt beides. Da könnte man meinen, okay, da ist jetzt die Waldgrenze. Ist auch so, es ist faktisch gesehen schon eine Waldgrenze, ab dieser Linie steht nichts mehr. Aber man kann sofort erkennen, dass das keine natürliche Waldgrenze, sondern eine anthropogene Waldgrenze ist, weil die Natur zieht keine Linien mit dem Lineal. Ein Zaun für Weidetiere, die oberhalb des Zauns alles kahl fressen, obwohl da eigentlich noch Bäume wachsen würden, den zieht man schon mit dem Lineal und der ist halt eben menschgemacht. Deshalb ist das ganz interessant zu wissen, dass man in den gesamten Alpen, die ja von vorne bis hinten durchbesiedelt sind, auch wenn es da sehr nach Naturraum aussieht, kein Stück der Alpen, bis auf vielleicht so ein paar ganz abgelegene Flecken in den Alpen-Nationalparken, kein Stück der Alpen ist wirklich Urnatur und völlig unbeeinflusst vom Menschen, weil halt eben die ganze Beweidung da. Also gut, die super hohen Gipfel, die sind Urnatur, aber da gibt es auch keine Pflanzen mehr. Die sind also demzufolge für den Botaniker völlig uninteressant. Aber ja, solange wir uns da jetzt nicht befinden, sind die kompletten Alpen irgendwie vom Menschen geprägt und man findet in den Alpen kaum noch, bis auf wirklich diese ganz paar Flecken in den Nationalparken, eine natürliche Waldgrenze. Die liegt nämlich viel höher als die wirklich tatsächlich vorhandene anthropogene Waldgrenze. Wenn ihr also in den Alpen unterwegs seid und ihr seht, oh, da hört der Wald auf, ich bin jenseits der Waldgrenze, hier gibt es nur noch so ein paar einzelne Bäume, oder ihr seid sogar noch höher, oh, hier hören die einzelnen Bäume auf, ich bin jetzt jenseits der Baumgrenze und völlig im alpinen Bereich, der ist definiert, dass es da keine Bäume mehr gibt, dann
könnt ihr fast immer davon ausgehen, dass eigentlich, wenn man sie lassen würde über einen längeren Zeitraum, die Bäume teilweise noch viel höher klettern würden. Und zwar eben nicht in Form einer Linie, die einfach nach oben rückt, sondern total ausgefranst. Also vielleicht so, eventuell, vielleicht auch ganz anders. Das hängt nämlich von den jeweiligen kleinörtlichen Geländemerkmalen ab. Ist da zum Beispiel eine Mulde im Hang, also im Hang dann nochmal zusätzlich eine Vertiefung. In so einer Mulde herrschen noch miesere Bedingungen, weil sie zum Beispiel als Kaltluftabfluss fungiert. Also die kalte Luft fließt als Luftpaket den Hang runter. Und in der Mitte ist aber eine Mulde, dann fließt sie von der Seite zur Mulde und fließt größtenteils in der Mulde runter. In dieser Mulde ist es also kälter als am Rest vom Hang. Das kann man sogar spüren, wenn man zum Beispiel im Gebirge unterwegs ist und läuft durch so eine Mulde durch. Man läuft hangparallel und dann kommt diese Mulde und man läuft da durch und plötzlich wird einem richtig kalt und man kriegt einen richtig kalten Luftzug die Mulde runter ab. Das kann man oft bemerken, das ist kein seltenes Phänomen. Dann kann man richtig spüren den Kaltluftabfluss. Und sowas mögen Bäume natürlich auch nicht. Da ist es einfach viel mehr Tage pro Jahr saumäßig kalt als nebendran. Deshalb kann so eine Mulde quasi als wenn der Waldgrenze so verläuft und dann ist hier die Mulde und so. Also so könnte das dann zum Beispiel auch aussehen. Das wäre auch ein ganz klassisches Bild, das man da haben kann. Oder es gibt einzelne Hügelchen am Hang. Dass der generell so ein etwas gewölbterer ist, dann ist zu erwarten, dass zum Beispiel die Bäume eher höher kriechen, wenn sie auf den Hügeln drauf sind, weil sie mit diesen Hügeln weiter oben sitzen und früher aus dem Schnee raus sind. Das kann ihnen also so ein paar Tage, vielleicht 10, 20 Tage Wachstumsvorsprung gegenüber dem Tal nebendran, die Mulde neben dem Hügelchen, verschaffen und diese 10, 20 Tage können den Ausschlag geben, dass dann an der Stelle Baumwachstum möglich ist, aber 2 Meter daneben nicht. Das ist also durchaus sehr, sehr, sehr variabel und ich habe auch in Schweden, ich hoffe, ich finde Bilder dazu, entsprechende Situationen gesehen, wo dann noch ganz vereinzelt einzelne Bäume jenseits der Baumgrenze trotzdem noch wachsen konnten, weil halt dann an dem einen Plätzchen, wo der einzelne Baum dann gestanden ist, noch erheblich bessere Bedingungen geherrscht haben als halt überall drumherum. Sehr faszinierende Geschichte. So, und jetzt ist noch interessant, und das sollte man noch dazu sagen, auch wenn meine Kamera langsam den Geist aufgibt, weil es hier zu dunkel wird im Wald, dass der Klimawandel hier jetzt eine große Rolle spielt. Je wärmer das Gebirge ist, jetzt beziehen wir uns nur auf die Gebirgswaldgrenze, desto höher liegt die Waldgrenze. Am Kilimandscharo liegt die halt so sehr, 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 sehr hoch. Da wird sie, ich kenne die genaue Zahl nicht. Ich sage jetzt einfach mal 2000 Meter. Während hingegen in den Alpen, da sind wir dann bei, ich weiß es gar nicht so genau, ich glaube 1400, je nach Region irgendwie, aber nur mal so als groben Anhaltspunkt. Ich kenne die Zahlen echt nicht auswendig. Und in Skandinavien, saumäßig weit nördlich gesehen, da sind wir halt bei 800 Meter. Und das ist schon ein Unterschied, ne? Jetzt kommt der Klimawandel. Und wehe, irgendein Idiot erzählt mir jetzt, den gibt's nicht. Der wird sofort, der Kommentar wird gelöscht. Ich habe da keinen Nerv für. Ich bin hier der Experte, nicht irgendein anonymer YouTube-Zuschauer. Da kann man sich wirklich aufregen. Jedenfalls, jetzt kommt der Klimawandel. Und das bedeutet, es wird wärmer. Das heißt, die Wald- bzw. Baumgrenze wandert nach oben, weil die Wachstumsbedingungen weiter oben besser werden, weil es da wärmer wird. Es ist ja eine kältebedingte Waldgrenze. Jetzt das große Problem. Über dem Wald gibt es ja auch noch Pflanzen. Und das sind so kleine zierliche Dinger, die sich daran spezialisiert haben, unter scheiß Lebensbedingungen noch überleben zu können. Gibt es aber keine scheiß Lebensbedingungen, dann kann ja was Besseres als diese kleinen Dinger leben. Und was Besseres wäre Wald. Und unter dem Wald haben die keine Chance, weil sie zu viel Schatten abbekommen und dann halt eben eingehen. Heißt, die sind darauf angewiesen, ein bestimmtes Level an schlechten Lebensbedingungen zu haben. Und jetzt müssen sie quasi vorm Wald, der den Berg hochkriecht, davon flüchten. Und jetzt gibt es ein wesentliches Problem. So ein Berg ist irgendwann mal zu Ende. Und das ist so eines der großen Probleme beim Klimawandel, weshalb der auch in Gebirgen besonders schön
schön im Sinne von schrecklich, zu beobachten ist, dass da alle möglichen wirklich seltenen Arten, die gerade am Rande des überhaupt noch möglichen Pflanzenwachstums vorkommen, weiter nach oben gedrängt werden in einen Bereich, in dem sie dann aber irgendwann auch nicht mehr wachsen können, weil entweder der Berg tatsächlich aufhört oder sie in einen Bereich gebracht werden, in dem es keinen Boden mehr gibt, in dem sie wachsen können. Potenziell wären da jetzt zwar Klimabedingungen, die das Wachstum ermöglichen würden, aber der Boden ist noch nicht da, weil Bodenentwicklung kann erst ab lebensmöglichen Umweltbedingungen ablaufen, also im größeren Sinn. Und Bodenentwicklung ist ein extrem langsamer Prozess. Unser Klimawandel und unserer, sage ich, weil er halt eben von uns verursacht wurde, ist allerdings ein sehr schneller Prozess. Heißt, der Klimawandel ist erheblich schneller als die Bodenentwicklung im Gebirge. Das heißt, unsere Pflanze wandert höher, wandert höher, wandert höher und auch, obwohl der Berg noch nicht zu Ende ist, kann sie nicht noch höher, weil da ist nur noch Geröll und nicht das kleinste bisschen Dreck, wenn man so möchte. Und weg ist sie. Dann ist sie ausgestorben, an dieser Stelle zumindest. Und ein neuer Lebensraum für sie wird sich so schnell auch nicht bilden. Bis dahin hat da nichts mehr von überlebt. Aber das ist nur die, sagen wir mal, Halbexperten-Theorie, dass das Ding immer weiter den Berg hoch wandert und dann ist irgendwann der Berg fertig und es ist ausgestorben. Sowas erzählt euch Greenpeace oder so, also die Halbexperten. Jetzt will ich niemanden bei Greenpeace in diesem Fall wirklich nicht blöd anmachen. Wenn sie sich für den Klimaschutz stark machen, dann bin ich ja voll und ganz ihrer Meinung in der Regel. Trotzdem ist es ja so, dass diese Naturschutzvereine und so weiter und so fort immer jede Menge Halbwahrheiten verbreiten. Dazu gehört halt eben auch, dass man inzwischen schon seit einigen Jahren weiß, ganz so dramatisch wie gerade von mir dargestellt, ist die Situation nämlich gar nicht, weil Hänge, Berge haben eine Nord- und eine Südseite. Und es ist so, dass die Südseite aufgrund, also zumindest im Fall der Alpen, deren geografische Lage führt halt dazu, dass wenn die Sonne im Zenit über dem Äquator steht, stellt euch das einfach mal so vor, stimmt jetzt so hundertprozentig nicht, aber ist egal, dann scheint sie ja von Süden. Und ein nach Süden exponierter Hang, da scheint sie dann so drauf. Und wenn das im rechten Winkel passiert, ist die Energiedichte pro Fläche einfach am höchsten. Hingegen ein Nordhang, da scheint die Sonne quasi so drauf, die streift den Hang nur. Und die Energiedichte pro Fläche ist erheblich geringer. Heißt, unsere Pflanze, die die ganze Zeit den Berg hochkriecht, könnte auch auf die Idee kommen, einfach mal den Berg drumherum zu kriechen. Und auch das könnt ihr wunderbar, auch per Ferndiagnose über riesige Entfernungen ohne Fernglas, an sämtlichen Hängen an sämtlichen Alpenbergen erkennen, wenn ihr euch auskennt und mal auf die Rückseite guckt. Und die Vorderseite ist ein Südhang und ihr guckt auf die Rückseite und messt das mal mit der Höhe oder guckt es auf der Karte nach und werdet feststellen, dass auf der Nordseite die Waldgrenze erheblich geringer ausfällt, wenn es eine natürliche Waldgrenze ist. Es kann natürlich auch immer anthropogene Beweidungsursachen haben und so weiter. Aber bei einem natürlichen Berg mit natürlicher Waldgrenze ist die auf der Nordseite erheblich geringer als auf der Südseite. Und das gilt natürlich aber auch nur auf der Nordhalbkugel. Auf der Südhalbkugel ist es genau umgekehrt. Da gibt es aber nur wenig Berge, wo man das beobachten kann. Ja, dann hoffe ich damit ein paar interessante Informationen zum Thema Wald- und Baumgrenze herausposaunt zu haben. Eine Sache fällt mir noch ein. Beachtet wirklich mal, wenn ihr im Gebirge unterwegs seid, es ist ein schleichender Prozess. Die Bäume werden immer niedriger, immer schmaler. Gerade bei Fichten, wenn man sich in den Alpen befindet, in den alpinen Fichtenwäldern, die da übrigens durchaus natürlich vorkommen. Die Fichte ist da ein guter Baum, da darf man der Fichte echt nicht böse wollen, die gehört dahin. Die werden immer schmaler, immer kürzer und das Schmale ist interessant, weil sie damit wirklich ganz anders aussehen als unsere Tieflagenfichte, die ja schon durchaus eine gewisse Kronenbreite erreicht. Das liegt einfach daran, dass sie da dauernd Schnee abbekommen im Winter und der Schnee hängt an den Ästen. Je länger der Ast ist, desto schwerer ist der Schnee, der außen hängt, wie der Hebeleffekt, dann kracht so ein Ast relativ schnell ab. Hat man von vornherein nur ganz kurze Äste, passt da kaum Schnee drauf und es kracht auch kein Ast ab.
Und wenn so ein Ast mal abkracht, ist das schon schlimm, weil da ist halt eine offene Wunde da. Da können natürlich Keime, Bakterien, Pilze und sonst was relativ problemlos in den Baum eindringen. Das will man dann doch nicht so sehr haben, wenn man einen Baum ist. Okay, jetzt habe ich aber, glaube ich, die wesentlichen Fakten genannt. Man kann da noch ganz viel zu erzählen. Man kann auch noch genau erklären, warum das eigentlich ist, diese Grenze bei der und der Höhe zustande kommt und was dafür der genau auslesende Faktor ist, nämlich die Betriebstemperatur der sogenannten Aquaporine in der Wurzel, hat man inzwischen rausgefunden. Aber das ist jetzt selbst für mich zu detailliert und zu speziell. Das muss jetzt nicht mehr sein. Und deshalb macht's gut, bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.